Simon, du bist der wirklich positivste Mensch, den ich kenne. Du findest in allem und jedem das Gold. Immer. Du bist mein größtes Vorbild und ich dein allergrößter Fan. Du sorgst immer dafür, dass ich nicht stehen bleibe, sondern das Beste in mir zum Vorschein kommt, gerade wenn du von uns beiden manchmal der Einzige bist, der an mich glaubt. Ich verspreche dir, langsam im Ausrasten und schnell im Vergeben zu sein. Ich verspreche dir meine Treue. Du bist mein Mann und der Einzige für mich. Was ich faszinierend fand, wir haben alle diesen Tag ja sehr herbeigesehnt. Und jeder kennt ja Mellis Countdown. Oh, noch 234 Tage, 6 Stunden, 3 Minuten und 6 Sekunden. Ja? Melli, wir alle lieben deine Verrücktheit, deine Flippigkeit, deine Energie. Ja, wir lieben aber auch deinen Tiefgang und die vielen, vielen Qualitäten, die du hast. Und ich kann mich erinnern, dass ich mehr als einmal mit Simon die Konversation hatte: Papi, wie weiß man eigentlich, dass eine Frau die richtige für ihn ist? Meine Antwort war immer dieselbe: Simon, wenn es soweit ist, wirst du es wissen. Life could be so good, but so good with you. Never thought life could be so good. Never in a million years did you think I get so lucky. Never in a million years did you think it'd be mine. Mensch hat mich so gefragt wie du, Melli. Und es ist mir eine Ehre, deine Trauzeugin zu sein. Simon, du hast dich in unsere Freundschaft, Ehe, was auch immer, hineingeschlichen mit diesem besagten Coffee-to-go-Becher. Und du bist gekommen, um zu bleiben, und das liebe ich. Our story's twisted from start to end. We had the world on our backs, they said we'd never land. If I could talk, you could talk. If you go light, I'll go light. Ich durfte mir 5 Jahre lang anhören, dass es kein Mensch an meine Stelle schaffen wird. Ich bin froh, dass Melli in diesem Punkt mal nicht recht hatte. Du bereicherst ihr Leben, mein Leben und unser aller Leben so sehr.